Herzlich willkommen, ich begrüße euch im Regen, im Dunkel des Abends oder es ist vielleicht sogar tiefste Nacht, wer weiß es. Wir sind immer noch auf der tollen Karte Schlacht um Grimswetten, die, wo ich am Anfang dachte, ach ja, die ist ja relativ klein. Ja, klein ist sie, ne? Aber Zeit erfordert sie schon eine ganze Menge und viel Zeit, um das hier alles zu bewerkstelligen und hier alles zu erledigen. Also, ein neuer Trupp 4, dann haben wir hier unseren Reitertrupp 7 und dann gucken wir mal, was wir mit denen anfangen können. Ich werde versuchen, nochmal mit den Reitern hier und den Schützen hier über die Mitte durchzubrechen. Ich schau mal, was passiert, wenn hier die... ich habe natürlich keinen. Ich brauche wieder neue Kundschafter. Okay, 517 von 525 Plätzen. Dann machen wir noch... ich weiß nicht, was wir jetzt noch ausbilden. Ein Trupp Kavallerie noch. Die werden nicht viel reißen können, aber vielleicht können wir hier zumindest die Minen niederreißen. Dann haben wir schon mal ein paar Häuser weniger und so was. Und ja, keine Ahnung, ob das irgendeinen Effekt hat. Ich glaube, auch hier unten patrouilliert so gut wie keiner mehr rum. Das heißt, auch hier... setze ich auch mal so einen Wachturm hin. Oder zwei. Oder drei. Ich glaube nicht, dass hier noch großartig die feindlichen Truppen rumrennen. Wo ist der denn jetzt hingerannt? Also. Na gut, die Eisengrube ist bald erschöpft. Dann haben wir das Problem nicht mehr. Das Problem haben wir bald nicht mehr. So, Grenzposten haben wir. Da ist noch ein Wachturm. Nicht genug Wohnhäuser. Okidoki. Alle Bauernhöfe sind belegt. Also Trupp 7. Nicht zu essen. Trupp 7, ne? So. Trupp 7 kann sich schon mal hier hinten bereit. Ach, die stehen ja eigentlich schon alle bereit, ne? Die sind ja eigentlich schon mehr als bereit. Was? Oh, was ist denn hier passiert? Das Gebäude ist ausgebaut. Oh! Kein Problem. Wo haben die denn den? Was ist denn hier passiert? Ach, du heiliger Strohsack. Okay, das war jetzt, das ist jetzt unschön. Es gibt nicht genug zu essen. Alter. Oh, scheiße. Scheibenhonig meine ich natürlich nicht. Scheiße. Scheibenhonig meine ich natürlich, ne? Wie haben sie sich hier denn reingefressen? Was ist denn gemacht? Ja, das ist immer das Ding, wenn das fertig repariert ist, dann... Moment, nur noch 12 Leibeigen, hatte ich nicht eben noch 15? Wird immer noch angegriffen? Oh nein! Oh nein, weil die nicht... Oh, ist das ätzend. Jetzt muss ich hier... Dann muss ich mir noch einen Trupp Schützen hier rausangeln, die sich hier um diese... Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Oh, das kann aber nicht wahr sein. Wo sind denn alle gestorben, die Leibeigenen? Jetzt mal ehrlich, wo sind hier Leibeigene gestorben? Das war nur einer, der hier stand. Ja. Oder sind die hier gestorben? Ach, die hier sind gestorben. Das ist doch zum... Es ist zum Mäusemelken. Es ist sowas von zum Mäusemelken. Ich habe gerade noch gesagt, hier wird ja keiner mehr rumrennen. So, wieso kann ich... Ach, weil da ein Dieb ausgewählt ist. Vergesst es. Ja, die haben natürlich nichts geschissen gekriegt, weil sie zu langsam sind, die Lappen. Boah, geht sowas von sterben, du Blödmann da, ey. Dafür sind wir genau die Richtigen. Gott. Ich tue mein Bestes. Euer Wunsch. Einmal nicht aufgepasst und schon ist hier alles... Geht hier alles im Bach runter. Mann. Ja, gut. Das Ding wird jetzt bald fertig. Ah, die machen auch echt einen Schaden. Ist hier los? Ja, natürlich. Hier kommen jetzt wieder Truppen rüber. Fertig. So, ich bin nicht so ganz sicher. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was sie hier alle machen. Kein Problem. Ziehst du jetzt erstmal zurück. Ja. Kannst den Grenzposten da drüben reparieren. Ich frage mich, wann hier der nächste fette Angriff kommt, weil der wird darüber entscheiden, wie wir weiter vorgehen müssen. Im Moment haben sie halt noch keine Truppen hier vor Ort, ne?
Ah, Eisenschacht ist ja schön. Na, dann haben wir jetzt nicht mehr das Problem, dass irgendwelche Arbeiter von A nach B rennen wollen. In eurem Reich. Es gibt nicht genug zu essen. Ja, den Grenzposten hier, den attackieren sie aber kontinuierlich. Ne? Da schießen sie gerne drauf. Da schießen sie sehr gerne drauf. So, könnt ihr bitte hier die Typen hier ins Visier nehmen? Dankeschön. Die Nebelkrieger sind mir ein Dorn im Auge. Ziemliches Dorn im Auge. So, warum baut hier keiner einen Wachturm fertig? Und in den Wachturm nicht. Verstehe ich nicht. Könnt ihr nicht den Wachturm bitte mal bauen? Ah, das juckt mich richtig in den Fingern hier. Das triggert mich richtig, dass sie hier einfach mal an dem Wachturm immer vorbeigehen. So, müssen wir mal segnen zwischendurch. Ballisterturm wird ausgebaut. Beide. Wachturm ist ja gleich ausgebaut. Da kommen sie wieder. Helga, du bleibst schön hier hinten. Ein Held ist in große Schön hier Gefahr. Hinten bleiben. Wir bleiben hier. So, dann würde ich sagen, dann sollten wir jetzt losreiten. Ausbau abgeschlossen. Sollten wir jetzt losreiten. Und mal gucken, was die Schützen Wie noch so alles unterwegs mitnehmen können. Ist ausgebaut. Okay, hier oben kommen wir hoffentlich halbwegs durch. Könnt ihr noch ein bisschen vorfahren? Noch ein bisschen nach vorne. So. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt feiern? Und jetzt schön drauf feuern. Okay. Wow, was zur Hölle. Wie schnell haben die das hier weggefressen? Euer Dorf steht ist richtig schnell weggefräst. Alter. Alter. Wie schnell die das alles weggefräst haben. Sich hier richtig durchgefräst. Ah, die Kanonen werden schon wieder attackiert. Lass die Kanonen in Ruhe. So, was ist hier los? Okay, die Reiter sind noch auf dem Weg durch. Nein, 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 das kann nicht wahr sein. Und die blöden Nebelkrieger sind auch schon wieder da. Ich könnte heulen, ey. Wir erledigen das. Wir kümmern uns darum. Ihr lauft schön hier runter, bitte. Lenkt sie irgendwo hier unten hin. Um Gottes Willen, jetzt haben wir auch noch das Nebelvolk hier reingezogen. Oh, ist das... Oh, tut das weh. Oh, das tut so weh. Oh, es tut so richtig weh. Oh. Ergreift sie. Oh. Ich bin so unfähig. Nur Mut. Wir werden bin sowas von unfähig. Die Reiter kommen hier überhaupt nicht durch. Was ist los mit euch? Wollt ihr mal irgendwo hier stehen bleiben? Gottes Willen. So, ihr baut jetzt erstmal einen Haufen Türme hier hin. Natürlich, wenn so. Es sein muss. Ja. Wie sieht's aus hier mit den Trupps? Ja, das sieht doch sehr gut aus. Ich glaube, tschüsschen. Ich bild mal neue Einheiten aus. Sorry, da muss ich auch niemanden mehr retten. Also das, nee. Wie sieht das hier aus? Auch so, bitte ausbauen. Feinde greifen euch an. Feinde greifen euch an. Wo denn überhaupt noch? Wo lebt denn hier noch jemand? Hier lebt doch niemand mehr. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Strohsack, ey. Da kann man sogar noch ein Türmchen hinsetzen. Sieh mal einer an. Ausbau abgeschlossen. Noch eins hinsetzen. Hey, hier können noch voll viele hin. Kaum ist der Schacht hier leer, passt hier noch voll viel rein. Ja. Für euch doch immer. Okay. Also. Nächstes Ziel, unten im Süden auch eine riesige Verteidigungskette aufbauen. Und von hier unten, oh, wir könnten natürlich dann schön auf die Motte drauf schießen, ne? Kommt der Grenzposten da ran? Nee, ne? Wäre natürlich nochmal eine interessante Sache, ob wir hier mit dem Grenzposten vielleicht die Motte niederprügeln könnten. So ganz langsam und bedächtig. Ausbau abgeschlossen. Okay, was ist unser nächstes Ziel? Natürlich müssen wir noch einige Soldaten wieder ausheben. Eure Priester segnen. Aha, jetzt geht's los. Ah, die reiten aber wieder weg. Gebt acht. Euer nicht so ganz so viel Spaß. Ah, die Leibeigenen sind auch lustig, ne? Auf und von links nach rechts, von links nach rechts, von links nach rechts. Hier ist direkt instant einer wieder nachgespawnt, ein Trupp. Ist ausgebaut. Ja, krass.
instant wieder nachgespawnt. Das Gebäude ist ausgebaut. Okay, also die Grenzposten machen schon ziemlichen Damage, muss ich sagen. Ich sollte erstmal warten, bis der Handel hier durch ist, bevor ich hier irgendeinen Schnickschnack mache. Die sollen erstmal bitte fertig werden, die Handelsplätze. Das Gebäude ist nun ausgebaut. So. Wie sieht's denn überhaupt aus mit Schwefel und so? Und Eisen. Was haben wir denn alles? Also Schwefel ist genug veredelt noch. Eisen, wo haben wir Eisen? Hier, 50.000 haben wir im Moment nur veredelt. Oh, das ist ja gar nicht so viel. Geht da noch was? Ach, guck mal. Ja, also die laufen hier alle im Kreis und wissen nicht genau, wo sie hin sollen. Ach cool, ich halte die hier voll auf, ne? Das Blöde ist natürlich wirklich die Geschichte mit den Hauptmännern. Die ist mir hier so ein bisschen ins Auge gegangen. Also, das wäre natürlich noch eine Variante gewesen, aber die holen sich ja halt auch direkt neue Soldaten wieder raus, ne? Also ich glaube, die, die hier patrouillieren, die kriegen keine neuen, aber alles, was hier raus rekrutiert wird, ich glaube, die können sich dann auch wieder auffüllen. Wobei es schon ein bisschen doof war von, vielleicht ist das hier gar nicht so smart. Das ist gar nicht so schlau. Vielleicht sollten wir da lieber warten. Kann ich jetzt Feierabend machen? Und wirklich hier nur so weitermachen, dass hier ein Hauptmann nach dem anderen abgeschnitzelt wird, weil dann kann es mir echt wirklich egal sein. Fertig. Es kommen halt trotzdem die Angriffstrupps, also wahrscheinlich hat es gar nicht so viel Effekt. Ich bin mal gespannt, ich werde hier noch ein paar von den Türmchen hinsetzen, von den Grenzposten. Vielleicht schieß... Also, ich will wissen, was ist das denn hier? Könnt ihr nicht einfach mal zu dem Turm gehen, der direkt daneben steht? Müsst ihr quer über das ganze Feld laufen? Also, Leute, also da muss ich nicht durchsteigen, ne? Muss ich nicht... Das kann doch echt nicht wahr sein. So, was ist hier los? Der Grenzposten ist bislang nicht nochmal attackiert worden. Der Grenzposten hier könnte repariert werden, bitte. Das wäre eine gute Sache. Und ich probiere es einfach mit Kanonen. Noch ein paar weitere Kanonen. So, dann haben wir hier die Wachtürme. Die müssen alle ausgebaut werden. Können wir den Kanonenturm nochmal reparieren. Die Kanonen stellen wir hier mit rein. Fertig, schon. Na, das ging ja fix. Dann kommt ihr mal hier hinten mit denen. Seid mein Arbeitstrupp 0. Ja, die bauen da fröhlich noch. Ich habe nicht mehr viele Steine. Ich habe tatsächlich nicht mehr so viele Steine. Das ist Wucher. Die Leute in der Steinmetzhütte sind da auch noch, noch nicht so richtig fit. Die brauchen noch ein bisschen. Was denn hier los? Hier wird die ganze Zeit gekämpft. Eure Siedler werden gesegnet. Naja, das mit der Motte wird wohl nichts werden. Die werden wir, glaube ich, nicht so schnell down kriegen. Ah, wenn dann erstmal der Handel durch ist. Hui, aber so viel Holz haben wir auch nicht mehr, ne? Wie viel hat... das Holzbergwerk ist ja abgebaut. Das haben wir gar nicht mehr. Ach du heiliger Strohsack. Und wir haben bald kein Lehm mehr. Sag mal, wofür geht denn das ganze Lehm drauf? Kostet dieser Posten hier etwa Lehm? Tatsache, kostet 150 Lehm. Und der Ausbau kostet wahrscheinlich auch ein bisschen was. Tatsache. Ah, okay. Ja gut, das erklärt natürlich dann schon mal das ein oder andere. Das erklärt natürlich nach wie vor nicht, warum die Leibeigenen hier jetzt natürlich wahrscheinlich quer da hinten hinlaufen. Ja, komm. Jetzt stellt euch nicht an und lauft einfach mal zu dem Turm, der euch am nächsten steht. Hat das Novator mit Absicht so programmiert? Das kann ich mir echt nicht vorstellen, dass er sagt, oh, ich ärgere mal jeden Spieler und stelle den CC so ein, dass die Leibeigenen immer zum am weitesten entfernten Bauplatz laufen. Ja, das kann aber nicht wahr sein. Dann bauen wir hier doch mal einen Lehmschacht. So. Feinde greifen eure Häuser an. Lehmgrube bauen, bitte. Wenn wir hier echt so viel Lehm benötigen, dann bauen wir hier mal ein bisschen was auf. Ah, da kommen Aberlästenschützen. Alter, wie wenig Schaden die auch nehmen. Ja doch, jetzt sterben sie ein bisschen. Okay, also diese Grenzposten, die sind schon ziemlich gut. Die feuern da schon schön rein. Ja, die feuern da schon ganz schön rein. Aber trotzdem, die Aberlästen da hinten, die erwischen sie nicht. Aber die erwischen den Grenzposten dafür. Das ist nicht so ganz ideal. Vielleicht sollte ich hier zumindest ein paar Trupps hinstellen.
So, einmal ausbauen bitte. Ein Handel wurde abgeschlossen. Ah, bitte, der erste Handel ist durch. Sehr schön. Jetzt schießen die hier meinen Grenzposten weg. Das kann ja wohl echt nicht wahr sein. So, wie sieht's hier aus? Alter. Ja, schießt immer fröhlich auf die Kanonen drauf. Immer fröhlich auf die Kanonen. Na gut, macht's für mich insofern angenehmer, weil sie dadurch dann die anderen Grenzposten erstmal ignorieren. Aber so richtig toll ist das trotzdem nicht. Also es sind jetzt einige Leute hier gebunden. Schießt jetzt auch einfach keinen Platz. Zum Schießen jetzt gar nicht, ne? Seid unbesorgt. Okay, die müssen weg da. Die müssen alle weg. Natürlich. So, Grenzposten reparieren, bitte. So, alles ausbauen. Alles ausbauen hier. Der Grenzposten wird repariert. Sehr schön. Der wird wunderbar repariert. Das gefällt mir sehr gut. Da machen die weniger Schaden, als der Grenzposten hier reinbuttert. So, ihr geht bitte hier runter. Lauft mal hier vorne hin. Und dann guckt ihr mal, ob ihr hier bei denen da ein bisschen Schaden machen könnt. So, die vier wollen wir nicht ausgewählt haben. Ich will hier jetzt nur die Aberlästenschützen hier weg haben. Die hier irgendwie meinen, jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt mich abschießen zu wollen. Wo willst du hin? Bleib schön hier. Wer schießt hier auf mich? Es wird ja wohl echter. Es wird mir aber echt langsam zu bunt hier. So. So, bestimmt noch ein Trupp. Aber Lästen, den man auch noch abknallen kann, ne? Ja, da sind immer noch welche. Ah, diese Aberlästen. So, du bleibst auch schön hier. Ihr bleibt schön hier und kümmert euch um das, was da anrückt. Das kann ich. Na gut, ich halte sie hier ein bisschen auf. Ne? Sobald hier eine richtig krasse Verteidigungsstellung ist, können wir eigentlich hier auf das Tor öffnen. Ich glaube, das sollte gehen. Wo wollt ihr denn hin? Habt ihr irgendwas vergessen? Oder so? Scheinbar. Scheinbar haben wir irgendwas vergessen. Okay, gut. So, weiter im Text. Also, hier wurde jetzt erstmal alles erledigt. Dann baue ich jetzt hier einen Tanky-Turm hin. Wieder. Okay. 9. Du gehst hier vorne bitte hin. Ihr geht bitte hier reparieren. Ich weiß noch nicht so recht, was ich machen soll. Ich weiß noch nicht so recht. Ja, die beschießen immer noch das Dorf. Das ist mir schon klar. Die sind ganz schön frech. Okay, die Handel sind durch. Geht mal bitte hier vorne hin. Und dann schießt mal auf die da vorne. Macht sie nieder. Kriegen wir das hin? Das kriegen sie hin. Ein bisschen kriegen sie es hin zumindest. Lehrt sie das für nicht super cool, aber so ein bisschen geht's. Okay. Ja, sie nehmen sie ein bisschen aufs Korn. Das ist doch gut. So, dann kann da auch der Hauptmann von denen dann am Leben bleiben. Das ist okay. Der macht ja dann im Alleingang nicht so viel Schaden. Okay. So, yeah. Gut. Jetzt ist gut. Wo wollt ihr jetzt hin? Nichts lieber als das. Was? Das Wohnhaus. Die haben das. Fertig, Meister. Die haben das Wohnhaus gerochen. Oh, ihr seid doch echt. Oh Gott, ey, diese Inkompetenz. Was ist denn los mit denen? Haben die alle getrunken? Die haben alle Alkohol getrunken, glaube ich. Irgendwas ist da schief gelaufen. Irgendwas haben die heute gemacht. Irgendwas ist da völlig verkorkst. So. Sag mal, jetzt können wir uns erstmal wieder ein bisschen Eisen holen. Euer Dorf steht unter Beschuss. Halleluja. So, wie viel nehmen wir denn? Keine Ahnung, so, dass wir 15.000 Eisen, Stein weggeben. Dann geben wir insgesamt 45 weg. Insgesamt 45.000 Eisen geben wir weg. Das passt, dann haben wir noch ordentlich über. So, haben wir so 25.000 Eisen. Ja, okay. Damit kann man noch leben. Oh Gott, ey, diese Inkommen. Was denken sich eigentlich unsere Leibeigenen? Was denken die sich den lieben langen Tag? Und wieso brennt da ein Turm? Da muss ich auch gleich eingreifen. Da ist irgendwas schon wieder schiefgelaufen.
Irgendwelche Leibeigenen haben sich da schon wieder verkrümelt. Wo habe ich hier Leibeigene? Da habe ich einen Leibeigenen. Der muss eigentlich aber hier bleiben. Okay, ihr geht dann jetzt. Dürft da gerne mal zum Wohnhaus gehen. Habe ich hier keinen Leibi mehr, den ich noch nehmen könnte für das Gemetzel hier oben? Ja, die scheinen echt interessant. Die haben mehr Interesse an dem Kanonenturm als an allem anderen da. Interessant. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. So, Lehmbergwerk ist auf höchster Stufe. Das ist doch schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, das passt. Da geht auch keiner mehr rein sonst. Dann machen wir hier nochmal. Und komm, dann bauen wir hier auch den Lehmschacht aus. So. Dann stehen die hier jetzt alle. Ja, die beiden sind noch fröhlich dabei. Das ist okay. Sollen sie mal machen. Ich werde hier bald das Tor öffnen. Das machen wir dann vielleicht mal in der nächsten Folge oder so. Mal gucken. Erstmal brauche ich ja noch ein bisschen mehr Verteidigung. Ein bisschen bessere Verteidigungskraft brauchen wir hier noch. Halleluja, ey. Natürlich. Bitte erst die Schwefelgrube bauen. Oder erst den Bauernhof. Ach nö, machen wir erst den Bauernhof. Machen wir erst den Bauernhof hier. Ausbau abgeschlossen. So, sehr schön. Die stehen da jetzt alle. Ja, das tut er. Also diese Motte kriege ich halt nicht kaputt, ne? Ist ja klar, die nimmt ja keinen Schaden, weil wir nichts im Moment dafür haben. So, hier, der Grenzposten wurde repariert. Sehr schön. Gibt es noch was anderes, was repariert werden muss? Den Kanonenturm hier zum Beispiel. Da ist ein Leibeigener. Okay. Nichts lieber als das. Natürlich, natürlich. Wird erledigt. Könnt ihr mal hier rüber. Mein Gott, wir können ja mal hier rüber schauen. Gucken wir uns mal an, ob hier irgendwas steht. Natürlich. Können ja mal gucken. Das schadet ja nicht. Oder? Sicher, natürlich. Vielleicht werden wir hier einfach überhaupt nicht entdeckt. Aber gern. Also bislang ist hier echt niemand, ne? Ich glaube, so mittlerweile hätten wir hier oben relativ gute Karten. Warte mal. Ich nehme jetzt einfach mal ein paar Leute hier mit. Neue Trupp 4. Die gehen jetzt einfach mal hier oben hin. Hier unten ist ja so viel los. Das ist jetzt ja echt, ne? Wisst ihr? Jetzt kommen hier ein paar Kanonen an, aber das ist ja egal. So, wir müssen jetzt mal schnell hier das weghauen. Hier oben ist ja gerade niemand. Ah, doch. Jetzt, wo ich gerade drüber rede, ne? Jetzt, wo ich gerade drüber rede, hier oben kommt ja echt gar keiner mehr. Das ist ja Wahnsinn. So, Trupp 4 bleibt dann hier ein bisschen zurück vielleicht. Okay, Helga lockt sie ein bisschen rein. Lockt sie ein bisschen weiter nach hier hinten, bitte. Dann können sie nämlich richtig schön ins Kreuzfeuer genommen werden. Ja, das ist wunderbar. Das gefällt mir. Oi, okay, die bluten da richtig. Genauso muss es natürlich sein. So. Einmal bitte die Mina vorne hinlegen. Und Kravems. Na gut, viel hat es nicht gebracht. Okay, da kommt doch eine ordentliche Ladung hier an Soldaten wieder an. Okay, die haben sich da doch wieder ordentlich was zurechtgesucht. Haben sie ja schön was hingeholt. Also ich glaube, wenn ich da genug Kanonen habe, dann macht das schon ordentlich Schaden. Aber ist trotzdem eine heftige Nummer hier. Also schon heftig, da so durchzukommen. Ich weiß nicht. So, die schießen natürlich wieder auf unsere Kanonen drüben, ist klar, weil das macht denen ja besonders Spaß. Unsere Kanonen! Echt? Dass sie die so aufs Korn nehmen. Na gut. Ich brauche halt mehr Kanonen. Ist halt so. So, wie sieht's jetzt hier aus? Feinde greifen eure Häuser an. Okay. Ist jetzt nach wie vor nicht das Riesenproblem. Ich würde sagen, wir bauen hier mal ein paar Grenzposten hin. Ist in Ordnung. Erstmal hier den Baumstamm noch weghacken. So, das haben wir erstmal geschafft hier. Gut. Dann bauen wir hier einen weiteren Dings hin. Wir erledigen das. Seid unbesorgt. Dann gehe ich mit euch voran. So. Du hilfst damit aus. Dann gucken wir es nochmal.
wie das aussieht. Schauen wir einfach nochmal. Vielleicht passiert da ja noch irgendwas. Vielleicht kommen wir ja zufälligerweise durch. Das wäre ja mal interessant. Wäre ja mal eine Möglichkeit und eine Variante, hier ein bisschen voranzukommen. Vielleicht können wir uns hier hinten rummogeln, aber... Also ich vermute, da werden gleich wieder so viele Truppen auf einmal kommen, dass wir da überhaupt keinen Stich sehen. Aber zumindest sind hier unten einige Truppen fest eingebunden, die jetzt vielleicht... Ne, okay, die müssen wir halt hier ein bisschen ausdünnen. Ja, die müssen wir natürlich ausdünnen. Die machen natürlich... Ja, okay, die sind... Also es kommen zu viele Leute. Alter, was machen die denn für ein Damage? In Ordnung. Boah! Ein Schlag und der gesamte Trupp ist tot. Alter. Wollen die mich verarschen, ey? Alter, Verwalter, ey. Und jetzt sind die natürlich mit all. Die mit Mann und Maus hinter mir her, ne? Wir kümmern uns darum. So, da kommt natürlich wieder ein bisschen was. Okay, das ist aber okay. Also hier sind wir mittlerweile von der Verteidigung ganz gut aufgestellt. So, die müssen hier halt. Sterben, irgendwie. Irgendwie müssen die halt... Greifen eure Häuser an. Klar, mein Leibeigenen greift es natürlich auch noch an, weil es denen Spaß macht. Mein Leibeigener fühlt sich dadurch auch ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Ja, mein Herr. Probieren wir es weiter, ne? Wie ihr wünscht. Also, sie machen halt schon einen krassen Schaden. Vielleicht hätte ich nicht so weit weglaufen müssen. Wir können natürlich mit Helga ein bisschen tanken vorneweg. So, wo sind jetzt meine Leibis hier? Die müssen jetzt hier trotzdem die Wachtürme bauen, bitte. Bitte. Noch an hier. So. Helga geht voran. Schaut sich das Ganze mal an. Das hat sich schön gereimt. Da habe ich mich gleich wieder eingeschleimt. Aber die wissen auch genau, dass hier Soldaten laufen, ne? Die wissen genau, was hier auf sie wartet. So. Komm mal her hier, komm mal ran hier. Da sind sie schon wieder, da sind sie schon wieder. Ich sehe sie schon wieder, ey. Sie sind schon wieder da. Haben schon wieder hier ihre kleinen, feinen Fingerchen in den Wind gestellt und sehen genau wieder, wo... Ja, klar, es ist doch... Kommt, Leute, wo habt ihr denn so schnell diese ganzen Truppen immer her? Ich bin doch noch nicht mal da. Ich bin doch nicht mal da, da stehen hier schon die ganzen Verteidigungstruppen wieder rum. Oh, Leute, ist das zum... Das ist ja echt ätzend. Dann muss ich bald gucken, dass hier die Grenzposten auch alle fertig werden, ne? Vielleicht kriegen wir ja tatsächlich so nach und nach Schaden auf die Motte hin. So, die werden natürlich hier weggefrühstückt wie sonst was. Da passiert nicht viel. Ich kann hier noch nach und nach weitere Türme aufstellen. Ich muss hier unten einfach aufmachen. Das Ding ist halt, hier unten kommt halt überhaupt keiner mehr lang. Über die Mitte passiert gar nichts. Das Nebelvolk hat sich auch mal wieder festgebackt und sagt sich so, ja, keine Ahnung. Ist mir doch egal. Denen ist das alles wurscht. So, Grenzposten. Kann er angreifen? Nee, ne? Nee, das wird so bald nichts. Ach, Leute, ich bin ja nicht so sicher, was ich hier anfangen soll. Ich weiß ja nicht so recht, was ich machen soll. Vielleicht brauche ich echt einfach einen Haufen Kanonen. Bauen wir nochmal eine weitere Kanonengießerei vielleicht. Wo haben wir einen Platz? Haben wir noch Platz? Haben wir hier noch irgendwo? Ja, komm, bauen wir hier noch eine hin. Haben wir zwei. Meine Güte, ey. So. Dann dürft ihr jetzt reparieren. Und es ist bislang nur der eine Kanonenturm, der wirklich drauf schießen kann auf die Motte. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Ja, unsere Leibeigenen werden nicht attackiert. Das finde ich sehr gut. Und ja, ich glaube, wir sollten die Folge bald beenden, denn das gibt sonst so weiter nichts. Ich werde jetzt mal Folgendes machen. Ich werde jetzt einfach eine riesige Kanonenarmee aufstellen. Dann baue ich vielleicht auch so ein paar Bombarden ein, wobei die machen ja echt gar keinen Schaden, ne? Aber die können halt aus nächster Distanz schießen, ne? Ach, egal. Komm, ich baue einfach hier ordentlich Eisenkanonen, dann nehme ich noch die Fernkämpfer nehme ich dann am Ende noch mit dazu. Die können dann hier noch ein bisschen aufgerüstet werden und ballern ein bisschen mit.
Ja, und dann schauen wir mal, ne? Guti. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.